2 Tage Einsatz, schickt uns der Himmel, wohin wird's gehen? Hey. Wohin wird's gehen? Hey. Wo fängt es an, wo geht es? Wo kommt es auf? Ja. Der war ja Angestellter. Ja, wir hatten damit rumgespielt. Ja, Sie sind hier der Baggerfahrer beim Projekt 72-Stunden-Aktion in Gossmannsdorf am See. Machen Sie es auch beruflich oder jetzt nur hier privat? Ich mache das beruflich und zwar in der Stadt Hofheim. Da bin ich als städtischer Arbeiter seit ca. 21 Jahren und bediene als sämtliche Baumaschine, was halt so im Stadtbereich anfällt, mit Unimox, Winterdienst und halt Bauwesen halt eigentlich. Und das ist meine Beschäftigung. Sozialaktion. Sozialaktion. Wir haben noch eine Frage an dich. Wie viele Leute machen hier eigentlich mit? Also rund 100 Leute mit Helfer. Ja. Und die meisten wahrscheinlich Jugendliche, Kinder, Ministranten. Und ich sehe hier im Hintergrund, ihr seid gerade beim Essen. Was gibt es denn? Also es gibt lecker Nudeln mit lecker Hackfleischsoße. Riecht auch gut. Okay, vielen Dank dir. 3 Tage Einsatz, schickt uns der Himmel, wohin wird's gehen? Hey! Wohin wird's gehen? Hey! Wo fängt es an, wo geht's? Ja, überall in Deutschland und im Dekanat Haßberge wird geschraubt, gebohrt, gesägt und gehämmert. Auch hier in Eltmann, wo der Chor Cantarella aus Eltmann das Sportgelände des SC Eltmann renoviert. Und ich glaube, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Sozialaktion. 72 Stunden. Ja, die Eltmanner sind sehr beschäftigt, wie wir sehen, sehr gute Stimmung und hier habe ich auch noch die Sonja und 2 Teilnehmer dabei und an euch habe ich ein paar Fragen und zwar zum einen, was macht ihr jetzt eigentlich so genau hier? Wir lassen die alte Turnhalle auf der Mainhalbinsel in Eltmann im neuen Glanz erstrahlen, das heißt, die Halle wurde in den letzten Stunden, also seit gestern um 18 Uhr, erstmal komplett ausgeräumt, sie war voll gestanden. Gereinigt, alle Wände wurden gereinigt, was wurde noch gemacht? Die Schränke wurden auseinandergebaut, das sind uralte Schränke. Ich muss dazu sagen, die Halle ist über 80 Jahre alt und es wurde seit 30 Jahren nichts mehr renoviert. Okay, ja, ich habe schon von einem Teilnehmer gehört, dass der 8 Stunden lang Nägel aus der Wand rausgezogen hat. Meint ihr, er schafft es überhaupt jetzt in den 72 Stunden? Ja, ich denke, wir haben so viel Unterstützung zusätzlich zu dem Jugendchor Cantarella, so viel aus der Bevölkerung, so viele junge Leute, die mit anpacken und ich denke, jo, wir schaffen das. Ja, sehr schön. Und man sieht ja auch, die Stimmung ist gut. Ich hoffe, das bleibt so und viel Erfolg noch. Dankeschön. 3 Tage Einsatz, schickt uns der Himmel, wohin wird's gehen? Wohin wird's gehen? Wir befinden uns jetzt in Steinbach im östlichen Landkreis Haßberge. Und hier findet auch ein Projekt der 72-Stunden-Aktion statt. Neben mir steht jetzt der Benni. Benni, hallo. Hallo. Was macht ihr hier in Steinbach? Wir renovieren das Jugendhaus, das wir hinter uns sehen. Dazu gehören Wände rausreißen. Also 3 Wände sind schon gefallen. Da sieht man gerade die Reste durch die Schuttrutsche runterrutschen. Außerdem streichen wir im Gruppenraum die Decke und die Wände, genauso im kleinen Gruppenraum. Und je nachdem, wie weit wir kommen, noch im Flur auch die Wände und den komplett neu gestalten. Okay, und wie viele seid ihr dann im Team? Wir sind 25 Ottendorfer,
keine genaue Gruppe, einfach alle, die Lust hatten, sind dabei. Das heißt, die ganze Dorfjugend ist heute hier in Steinbach und hilft mit? Mehr oder weniger, ja. Gut, dann wünsche ich euch viel Gelingen und alles Gute. Wir stehen jetzt mitten in den Streicharbeiten, mitten in der Arbeit und jetzt wollte ich mal kurz fragen, wer bist du denn? Ich bin die Jenny. Und du? Ich bin die Marianne. Und wie ist das Streichen? Ist es anstrengend? Geht's auf die Arme? Naja, es macht halt Spaß, aber anstrengend ist auch ein bisschen. Die Welt ein bisschen besser in nur 72 Stunden. Etwas Altes neu gemacht oder was erfunden. Zusammen für die gute Sache machen wir es möglich. Und das halten wir für nötig.